Okay. Hallo, liebe Freunde, ich zeige euch was. Das ist wirklich schön. Passt mal auf. Schaut mal dieses schöne kleine Instrumentchen hier. Ich spiele mal was vor, ja? Fall kann man zwei Dinge tun. Ihr hört ja, wir nehmen einen anderen Ton. Also wenn ihr auch mal manchmal solche kleinen Probleme habt, dann würde ich mich freuen, euch zu sehen am Donnerstag zur Bandoneon Stunde hier über Zoom um 18.30 Uhr deutscher Zeit. Das wäre so ein Teil, den ich mal erklären könnte, wenn sowas passiert. Also einen anderen Ton zu spielen ist immer eine gute Option, ja, falls ihr was vorhabt am Donnerstag. Eine andere Möglichkeit, die ich zeigen möchte, ist, oder eine andere kleine Sache ist, ich möchte mit euch etwas teilen. Ich habe hier ein Alfred Arnold Bandoneon. Das ist noch nie auch nur ein einziges Mal gespielt worden. Das ist 1940 gebaut und hier zeige ich euch mal, wie das damals, weil das ist wie aus der Fabrik, wie das ausgesehen hat. Und dann zeige ich euch noch ein paar Tricks, wie man, weil so schön sind bestimmt kaum noch Instrumente, aber man kann ja auch manchmal sowas nehmen und mal ein bisschen putzen, dann zeige ich euch, wie man das macht, welches Mittel man braucht und ich zeige euch auch, wie man ein sehr besonderes Werkzeug findet. In jedem Fachgeschäft für Hörgeräte gibt es sowas hier. Und das zeige ich euch, was man damit macht und wie man damit ganz toll im Bandoneon arbeiten kann. Ein kleiner Blasebalg. Okay, also würde mich freuen, wenn ihr da seid. Ich freue mich jetzt schon. Vergesst nicht, euch Schutzbrillen mitzunehmen und was zu trinken hinzustellen. Also, ciao, bis Donnerstag.